Hallo ihr Lieben, wir machen wieder Acrylic Pouring, was natürlich für mich ein absolut tolles Hobby geworden ist. Ich habe diesmal ein paar andere Farben genutzt und ich muss noch mal schauen, ob ich die verlinkt bekomme. Wenn ich sie nicht verlinke, dann habe ich sie leider nicht mehr gefunden, beziehungsweise sie gibt es nicht mehr. Aber vielleicht gibt es ja eine Alternative, die ich euch dann gerne verlinken kann. Es sind ein paar mehr Farben. Das war so ein bisschen ein Ausprobieren auch erstmal, weil ich diesmal eine etwas größere Leinwand genommen habe, als ich es jetzt sonst meistens gemacht habe. Und Tatsache mit Farben, wo ich halt Tatsache jemanden gerne mal eine Freude mitmachen wollte und mal schauen wollte, eben wie so die am besten halt wirken, die Farben. Und dementsprechend sind es Tatsache auch ein paar Farben mehr jetzt geworden. Ich habe sie wie immer angemischt mit dem Silikonöl. Ich habe das Fluid für das Weiß auch genommen. Ich habe jetzt hoffentlich ein anderes Weiß gefunden. Sobald das andere leer ist, werde ich mich mit dem anderen mal ausprobieren und hoffe, dass das dann besser passt. Und genau, diesmal soll es so ein bisschen in diesen blau-lila Bordeaux-Beige-Touch gehen. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und genau, also das war halt Tatsache, einfach mal ein Ausprobieren. Wie gesagt, auch mal mit anderen Farben das auszuprobieren. Ich hatte ja bisher immer das eine Set gehabt, beziehungsweise minimal mal was anderes. Und gerade mit unterschiedlichen Farben von unterschiedlichen Herstellern muss man natürlich auch erstmal schauen, wie funktioniert es am besten. Und wie gesagt, es macht so viel Spaß. Also wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert es unbedingt mal aus. Das ist so ein schönes Hobby und ist wie mit dem Epoxidharz. Es ist einfach so ein Moment Spannung, ist auch recht kurzweilig. Das heißt, man hat halt wirklich nicht das Gefühl, man sitzt da stundenlang dran, sondern man macht es Tatsache für sich, wo man einfach mal für einen Moment, eine halbe Stunde, einfach mal kurz runterfährt. Und dadurch ist es Tatsache was unheimlich Tolles. Und Epoxidharz ist Tatsache auch etwas Tolles, wo man aber eben halt auch nicht weiß, was kommt am Ende raus. Beim Epoxidharz ist Tatsache das so ein bisschen noch spannender, weil man eigentlich 24 Stunden wartet. Und das ist ganz hart für welche, die Tatsache die Geduld nicht erfunden haben, wie mich, und dadurch. Genau, also ihr seht, ich habe noch immer, bin beim Anmischen, das dauert natürlich seine Zeit, aber auch das hat was Schönes, Mediatives. Und genau, in der Zeit, also ich lade ja nicht nur Acrylic-Pouring hoch, ich lade ja auch andere Sets hoch. Ich habe noch ein paar Sets, die ich recht spannend finde, wo ich mich aber kurz einen Moment reindenken muss. Deswegen hatte ich sie jetzt noch nicht gemacht. Und aber da habe ich jetzt auch aktuell mal wieder richtig Bock drauf. Also kommt auch demnächst noch mal was Neues. Ich hatte ja so eine Weihnachts-Special-Hochladen-Videos gemacht, wo ich halt mehrere Videos gleichzeitig hochgeladen habe. Und das heißt, das ist dann vielleicht auch eine Idee jetzt für euch gewesen, wenn ihr gerne mal was machen wollt, dass halt einfach mal so DIY-Sets für Weihnachten. Ich finde sie echt schön. Ich werd sie auch hinstellen, beziehungsweise werde ich sie heute aufbauen, wenn ich jetzt das Video hochlade. Ist ja Sonntag, ist der erste Advent. Und genau, also dadurch habt ihr dann auf jeden Fall eine tolle Chance. Also ich fand die Sets an sich nicht schlecht. Ich hatte ja mit 1, 2, 3 Sets meine Probleme. Aber da bin ich auch sehr ehrlich zu. Und ich weiß, dass auch die Firma sich dazu nochmal geäußert hat. Und genau. Auf jeden Fall, genau. Ich lade also nicht nur Acrylic-Pouring hoch oder Epoxidharz. Es sind auch immer mal wieder andere Sets. Und wem das gefällt, so wie ich es mache. Ich bin kein Profi, ich mache es für mich wirklich just for fun. Darf natürlich total gerne ein Abo hinterlassen. Ich versuche aktuell immer sonntags um 12 meine Bastelvideos hochzuladen und gegen 16 Uhr kommt dann das Musikvideo. Ich lade ja auch Musikvideos hoch einmal in der Woche, je nachdem wie es sich jetzt anbietet. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo bei jemandem war,
dann wird es wahrscheinlich auch schon eher immer hochgeladen. Aber ansonsten schaue ich, dass ich es Sonntag um 16 Uhr mache. Und wie gesagt, dann gerne auch einen Daumen nach oben oder eben einfach auch einen Kommentar. Ich freue mich über jeglichen Gedankenaustausch einfach zu den Videos. Und also meldet euch dazu gerne. Ihr seht schon, ich bereite alles so vor, wie ich sonst auch mache, wenn ich diesen Flip-Becher mache, also dass ich das dann auf die Leinwand raufkippe. Und das ist für mich tatsächlich aktuell wirklich einfach noch die schönste und beste Version. Und dadurch mache ich sie halt auch sehr vermehrt. Und ich liebe sie immer noch sehr. Diesmal ist es tatsächlich unheimlich viel Farbe auch gewesen, einfach weil es eine größere Leinwand ist und ich mir nicht ganz 100% sicher war, wie viel brauche ich jetzt. Auch da, ich glaube, das habe ich die letzten Male auch immer schon gesagt, ich habe noch kein Gefühl dafür. Auch wenn ich es total gerne hätte, weil ich teilweise manchmal das zu wenig hatte, wirklich extrem zu viel hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe in der Regel immer gekämpft, dass ich diese Leinwand dann ordentlich bekomme. Aber ist halt Tatsache schwierig. Ihr habt gerade gesehen bei dem Weiß, dass das halt Tatsache so ein bisschen plupp, 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 dass da so ein bisschen das Ganze klumpig war. Aber auch da arbeite ich ja dran. Es wird immer besser, dass ich damit ein bisschen besser klarkomme. Entschuldigung, ich höre mich fürs Husten. Aber es funktioniert halt noch nicht immer. Meine Stimme ist im Moment ein bisschen hinüber. Ich habe versucht, mal wieder zu singen. Und dadurch hat meine Stimme jetzt aktuell entschieden. Ist zwar nett, aber ich habe keine Lust mehr. So, das sind fast die letzten Farben. Ihr seht schon, es ist diesmal richtig groß, der Becher, und sehr voll. Und dadurch ist das Tatsache. Und Tatsache, sie mischt sich so ein Stück weit schon, einfach weil unterschiedliche Schweren der Farben sind. Ich weiß nicht, ob ihr ungefähr wisst, was ich meine. Und hier seht ihr, ich habe jetzt diesen Flip. Und ich liebe ja immer dieses, wenn der Becher dann da so steht und sich das, man die Farben da so sieht. Und ich habe übrigens alles so ein bisschen im Zeitraffer gemacht, also nicht wundern, es ist halt einfach die bessere Variante, das im Zeitraffer zu machen, weil es ist teilweise halt dann doch eben für ein Video sonst zu lang und ich will euch ja nicht langweilen. Ich versuche jetzt aktuell auch immer, wenn ich den Becher halt umgestülpt habe, dass ich dann noch die restlichen Farben auf den Rand des Bildes zu verteilen, damit das halt so ein bisschen noch eine Chance hat, dann mir das Leben ein bisschen leichter zu machen beim Verteilen. Ihr seht schon, ich finde es toll. Mir ist so ein bisschen das Petrol, dieses Blau-Grün abhandengekommen, leider auf dem Bild. Aber auch da arbeite ich dran, dass ich da so ein bisschen mehr Gefühl für bekomme, wie ich es am günstigsten mache, wie ich es am besten das Bild hin und her schwenke. Aber ihr seht schon, so ein bisschen ist es noch da, aber ich bin halt tatsächlich ein Fan von diesem Petrol. Wer mich kennt, der weiß, ich habe ganz viel Petrol in meinem Kleiderschrank, in meiner Wohnung. Und dadurch macht sich das halt für mich immer ganz gut, wenn das auch auf den Bildern wiederkommt. Ansonsten immer auf jeden Fall darauf achten, dass ihr unten so eine kleine, dass das Bild nicht eben aufliegt, damit es halt nicht dran festklebt, wenn es dann trocknet. Man sollte es ungefähr einen Tag, ich lasse es meistens 2 oder 3 Tage trocknen, je nachdem wie viel Farbe jetzt wirklich drauf war. Aber ansonsten, ihr seht, ich liebe das Bild. Ich finde das wirklich ganz, ganz schön geworden auch. Es ist eine schöne Musterung halt auch entstanden. Ich gehe jetzt auch nochmal mit dem Feuerzeug gehe ich rüber, damit halt unter Umständen diese Zellen sich noch ein bisschen besser bilden, beziehungsweise eben auch die Luftblasen verschwinden, was man ja auch beim Epoxidharz gemacht hat oder machen sollte, damit es halt besser
dann ausschaut, weil da auch die Luftbläschen sind. Ansonsten, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis auch und euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen oder einen Daumen nach oben oder natürlich noch viel schöner einen tollen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag wieder nächste Woche.